einen wunderschönen guten Abend meinerseits. Genau, willkommen wieder zum Muffin TV. Ich bin der Marc, ich war schon länger nicht mehr auf dem Schirm, das gebe ich zu. Aber ich habe es heute mal endlich wieder geschafft, mich mal blicken zu lassen. Ist das nicht toll? Finde ich auch. Genau, und dann schauen wir mal. Wir waren beim letzten Mal bei Assassin's Creed Brotherhood stehen geblieben. Irgendwann, irgendwie, irgendwo mal. Ich weiß gerade selber nicht mehr, wie, wo, wann. Das ist schon zu lange her. Um genau zu sein, gut 4 Wochen. Hallo Landi. Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Ich war ja schon länger nicht mehr da. So, schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass das jetzt noch funktioniert mit dem Spiel erfassen. Ich habe es halt schon. Ja, doch, funktioniert wunderbar. Genau, ich war schon länger nicht mehr auf der Bildfläche zu sehen. Ja, private Gründe haben mich halt mehr oder weniger ein bisschen viel dran gehindert. Ich habe mir aber gedacht, gut, jetzt will ich mir mal wieder die Zeit dafür nehmen, um mal wieder ein bisschen was zu machen. Auch wenn es jetzt heute noch nicht so wahnsinnig lange ist, aber egal. Wir machen einfach mal da weiter, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Hallo Ro, ja, ich lebe auch noch, stell dir vor. Bei mir sind es ja immer so Spontanaktionen, die vielleicht mal momentan alle paar Wochen auftreten. Ich weiß halt leider nicht, wann es mal wieder besser wird, wann wir auch mal wieder irgendwie in Duett auftreten können. Kann ich leider immer noch nicht prognostizieren. Wird sich wahrscheinlich noch eine Zeit lang hinziehen. Aber für Solotouren bin ich halt hin und wieder da doch schon mal zu haben. So, jetzt muss ich mir eben wieder einen Überblick verschaffen. Wo war ich stehen geblieben? Wer bin ich? Wo bin ich? Wann bin ich? Und was bin ich? Da sehe ich auf jeden Fall eine Mission. Da ist auch irgendwas Missionstechnisches. Ich weiß aber nicht, ob ich da schon hinkomme. Da ist das noch. Nein, das ist da. Ein Templerversteck, okay. Da ist noch ein Romulus-Grab. Da ist ein Romulus-Grab. Oh, wir haben noch so viele Sachen zu tun. Ich weiß ja nicht mal, wo ich anfangen soll. Ist immer ganz toll. Kommst direkt wieder rein und weißt nicht, wo du anfangen sollst. Tja, das ist eine gute Frage. Was ist dein Mark? Was ist dein Roh? Ist es ein Rohprodukt? Gegenfrage. Ich bin mal am Überlegen, wo ich jetzt am ersten wieder anfange. Hallo? Was ist das jetzt gerade für ein Seitensprung hier? So, nein, geh weg, du Hafenzupfei. Auch wenn ich lange nicht gespielt habe, aber die kann ich mich doch. Oh, hallo. Kennetas, Monetas, her damit. Hallo? Nein. Komm her. Kennetas, Monetas. Ach komm, mach ich direkt mal. Ich glaube, die Knete habe ich eben. Geld abheben. Geld. Ich hab wieder Geld. So, wo ist dieses blöd? Da oben oder was? Ah, da. Weg damit. So. Hui! Geh weg, du Hafenzupfer. Ich hab keine Zeit. So. Was wollte ich jetzt eigentlich überhaupt machen? Ein rottender Oktopus. Stelle ich mir gerade etwas ekelhaft vor. So, es müsste der Kolosseum sein, okay. Kolosseum, wo ist das Kolosseum? Da. Wir
machen einfach mal ein Romulus-Grab. Wo wir uns dann irgendwas reinreiten. Hauptsache technisch. So, wo ist es denn? In der Nähe. Nein. Ah, so mal, so mal. Kaum ein paar Wochen nicht da und schon weiß man nicht mehr, wie man hier alles markiert. Furchtbar. So. Tja, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Wo, wo, wo? Hallo? Hier hinter versteckt er das. Ja, alter Mann. Ah, da ja. So, was verlangt ihr denn da jetzt von einem? Ja, das ist mir auch schon zu Ohren gekommen. Ich weiß zwar nicht woher, aber ich hab's auch schon gesagt. Aber nicht mehr als 3 Quadrate. Sollte man eigentlich schaffen. Eigentlich. Oh, ich werde gesucht. Ich höre was. Blinky Blinky. Ah, hallo Blinky Blinky. Wie komme ich da hin? Ich will das Ding haben. Irgendwie so da. Pfeffer irgendwie so da, habe ich gehört. Aha. Tada. 18 Stück habe ich schon. Ah, hier müssen wir mal irgendwo mal merken, wo ich schon war und wo noch nicht. Ist das da irgendwo was? Nein, da bin ich. Oh, hallo. Ich glaube, dich nehme ich mit. Auch wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen muss, aber egal. Es ist nicht auf Zeit, von dem her alles easy peasy. Ja, das war jetzt dämlich. Das war dämlich. Sag mal. Ach, leck mich doch, warum denn nicht gleich so? So, dann da hoch. Da. Da, 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 da. Ja, da ist jemand schon fleißig dabei, alles zu downloaden. So, okay. The downloads are running. Irgendwo hin. Hab ich noch andere Sachen zur Verfügung? Was so eine blöde funktioniert das? Tötet ihn! Romulus verlangt deinen Tod! Der Assassine muss leiden wie Remus! Coole Sache. Er hat auch was zu sagen.
Dein Tod ist beschlossen, Assassin. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Ach, das hilft mich schon wieder. Sackratte. Merda, welcher ist es? Zu dir hin. Er muss schnell dran sein. Und sie sehr schön. Freue mich, dass alles gut. Entschuldigung. Ah, okay. Doch einfacher als ich dachte. Och Leute, stellt euch doch mal nicht so an. Thank you.
So, jetzt aber meine Fresse. So, wo muss ich jetzt hin? Pilze sind doch was Feines. Und tschüssi. Choranimo. Ach echt? Ah. Da konnte man runter. Na gut. Gleich mal gucken, ob wir soweit hier drin alles haben. Was. Ah. Und das da. Sehr schön. Da können wir raus. Dann gleich mal gucken, was wir denn alles erledigt haben. Gut, das haben wir erledigt, das ist klar. Das sind ja wieder so Sachen, die mache ich dann offscreen. Vermutlich. So. Schauen wir mal eben schnell in die DNA rein. Ja, es fehlt mir da. Ach Gott, ey. Ja, das Ding, okay. Das gehört doch noch mit zur Hauptsequenz. Achso, da habe ich das Ding frei, okay. Geheime Orte, Borgia-Türme, Christina, Attentat, Dieb, Kurtisan. Was ist denn das? Da? Ah. Nein. Da haben wir auch nur 2 von 3. Ja, das heißt, da muss ich separat auch nochmal rein. Na gut, sei es drum. Na gut, sei es drum. Bin ich jetzt hier gelandet? Achso. Nehmen wir uns das 6. Mal das doch vor. Schauen wir doch mal da ins Templer-Versteck. Was sie denn davon? Aber geh weg, du Hafenzupfer. Hab keinen Bock auf dich. Ja. Was müssen wir da denn jetzt machen? Ich
Ihr habt ja gerade Probleme hier mit euren Rückerstattungen und Rückgaben. Nur das Ziel töten. Okay. Das sollte machbar sein. Was ist, Kapitän Obst? Sei leise. Ich werde dich sehr reich machen. Ich habe einen Schlüssel auf dem Markt erstanden für den Torre della Milizia. Und wie macht mich das reich? Der Mann sagte, es gäbe einen Schatz in der obersten Kammer. Doch die Treppe ist baufällig. Ich brauche deine Hilfe, um... Wir sind nicht mehr allein. Also bringst du meinem Weib die Leiter? Ja, das mache ich. Du bist so ein guter Freund der Familie. Ich bin dir eine Belohnung schuldig. Darauf freue ich mich schon sehr, Capitano. Ach so. Den sollen wir jetzt folgen, irgendwie. Ja, gut. Nee, da kommen wir nicht hoch. Da irgendwie das. Nein. So. Gott sei Dank ist es nicht auf Zeit. Da würde ich wieder schier verrückt werden. So, schwingen und nach vorne. So, so. Stehe heute Nacht mit der Leiter bereit. Und was ist mit meiner Belohnung? Assassino! Super, und die darf ich jetzt auch noch verfolgen, ey. Wir halten ihn auf! So nicht! Ihr werdet nicht sein! Brüder, zu den Waffen! Von hier kommt niemand vorbei! Du kannst durch die Wand. Hey, Fratelli, ich seh dich! Lass du ihn stehen! Er ist hier! Helf mir! Eieieiei! Hier, komm schon! Komm schon! Aua. Bleib mir vom Leib, Assassino! Okay. Sehr schön. Ach so.
reitet euch doch gleich direkt wie in ein Land vor unserer Zeit. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Nein, ich werde nicht sterben. Okay. Dürfte wohl und soweit alles gewesen sein. Ah ja, ich krieg das schon mit, was ihr da schreibt. Auch wenn ich manchmal nicht so tue. Diese Erpressungsversuche hier ist unglaublich. Ja, wo habt ihr mich denn jetzt überhaupt abgesetzt? Ja, toll. Super. Auf der Torre Milizia. Danke, weiß ich jetzt auch. Ich hätte es gerne aber gemusst. Also, da oben einfach nur, okay. Eigentlich der nächste Eingang da. Da würde ich gerne mal hin. Haut das hin? Ja, das haut hin. Gut. Gut. Gucken wir mal weiter.
Irgendwie in die Richtung. Gut, dann laufe ich mal irgendwie in die Richtung. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Ja. Ich glaube, das frei weiß ich zwar auch noch nicht, aber naja. Don't worry, be happy. Ja. Geh weg, du Affen, ich hab keinen Bock auf dich. Gehorch den Befehlen der Guardian. Noch so einer aus dem Süden. Ich glaube nicht, dass Florenz im Süden liegt. Aber okay. You say so. Die Welt an sich ändert sich nicht. Wir müssen uns ändern, um sie zu verstehen. Ihre Geheimnisse können nur durch sorgfältiges Studium gelüftet werden. Das mache ich aber noch. Aber man lehrte nicht. Uns das Falsche. Theorien großer Männer, die durch Überholung. Deswegen klicke ich grundsätzlich keine Links an. Vor allem von Ruhe. War hier doch, glaube ich, auch eine Bank. Ha, da, Bank auf. In Wales, es ist fahrlässig hier vorbei. Gib mir Geld. Nein. Das war's. Ich ohne meine fantastischen Waren anzuschauen. So. Wo ist er denn? Da kommt's, gut, ja. Das ist aber keine Wünsche, oder? Ruhig, ruhig. So. Schalter. Gehen wir da auch nochmal durch. Durch ein Skelett durch lecker. Ich hasse solche Teile mit Zeitvorgabe. Ah ja, gut. Wegen mir. Dämlich.
Das war jetzt besser. Sehr interessant. Jetzt bin ich irgendwo gelandet, wo ich eigentlich nicht landen wollte, oder was? Ja. Tatsache. Laufe ich gerade zurück. Ich ja gerade schon. Besser aus. Oh, Alter. Okay. Das war jetzt irgendwie unvorbereitet. Karte gibt es ja nicht gut. Das war jetzt gerade etwas irreführend, Leute. Oh, jetzt auch. Meine Herren. Das war jetzt gerade aber ziemlich strange. Oh cool, noch Labyrinth. Ah, ich das auch liebe. Oh.
gut aus. Das war jetzt nicht ganz richtig. Das heißt, da müssen wir nach rechts. Hier rum. Sagt die Flagge dann, oh Gott, ey, das schaffe ich doch nie, immer noch. Banner. So. Oh. Nicht zu Ende. Gott, ey. Ist kein Wunder. Ich suche die, die den Romulus-Kult anführen. Das war klar. Für später. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja. So. Okay.
Ah, so. Das ergibt jetzt Sinn. Oder was? Okay, dann gehen wir halt darum. Moin. Auch nochmal der Gott von mir. Das sieht mir so nach im Kreislaufen aus, richtig. Das habe ich in einem anderen Spiel schon in 8 Minuten geschafft. Höre uns, Romulus! Was soll mit diesem Eindringling geschehen? Na gut. Hört nicht hin! Die Borgia sprechen durch ihn! Kein Gott! So. Da hoch. Ja, da kommen wir hoch. Au. So. So, das war schon zu weit. So, das aber auch. Sag mal, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Meine Herren. Ist ja nicht mehr normal. Servus. So. Nochmal. Weiter. Sehr schön. Ach, sind wir da. Gut. Das war jetzt halt ein bisschen kurz im Schnelldurchlauf, aber naja. Alles die Sachen, die ich bislang nach der Planung hier offscreen nochmal mache, damit ich die 100% kriege. Das ist eigentlich, entscheide ich mich spontan nochmal um. Mach daraus eine extra Session oder so.
vielleicht so am Ende. Haben wir doch schon. Gut. So, dann haben wir das jetzt schon falsch. Ja, da bleiben eigentlich nur noch die zwei Sachen. Wo ist denn da überhaupt der nächste? Da oben. Oder der da? Bin ich denn jetzt überhaupt? Irgendwo am Aderwelt, das war klar. Der dürfte am nächsten sein. Na gut. Zu weit weg. Wie immer. Hui! Danke. Meter. Macht nix. Ach Gott, der ist nicht dein fucking Ernst. Kommt, Freunde. Ich habe heute frisch gefangen. Upsala. Entschuldigung. Ich gehe ja schon. Das Betreten der Penny. Ruhe. Wo ist der? Upsala. Scheiße. Ich wollte doch keinen Zivilisten töten. Es tut mir leid. Es war aus Versehen Absicht. Wollt ihr so die Damen beeindrucken? Ich will mal eben die Reklame wegmachen. Wann ist das richtige jemand im Angebot? Da, oder? Hä? Ach da, nee. Will ich eigentlich noch nicht. Da will ich hin. Rosa und Fiore, da wollten wir doch hin. Ich merke schon, das bedarf noch ein paar extra Sessions. Nur gut. Apropos, wo ich da gerade Rüstung sehe. Hatte ich da nicht noch irgendwas, was ich noch nicht gekauft hatte? Da.
Welche Richtung? Dahin. Mache ich nämlich jetzt mal eben schnell noch einen Abstecher hin. Ihrer Tätigkeit muss eine Genehmigung vom Standrat. Ich weiß zwar gerade nicht, was ich hier zusammenlaufe, aber egal. Egal. Na, der Sturz hätte schmerzhaft werden können. Ist da oben? Ah, da. Wir haben eine etablierte Hauseigen. Einmal reparieren bitte, danke. So. Toll. Oh, die hätte ich jetzt aber gerne. Danke. Munition bitte. Ambrose Bolzens voll. Nein. Ist doch gar nichts, warum das Ausrufezeichen? Was wollten ihr von mir? Ja. Bei Gelegenheit. So, jetzt will ich mal gucken. Komm ich da in diesem Bezirk hin? Theoretisch gesehen ja, sonst würde mir da nichts anzeigen. Nein, da will ich doch nicht hin. Okay. Ironischerweise ist die Brücke Sperrgebiet. Ach nix, gehen wir außen rum. Für alles Sperrgebiet kann das sein. Na gut, dann schwimmen wir halt mal eine Runde. Okay. Ihr kommt wegen des Gemäldes? Ja, Patricia. Das sollte eigentlich auch relativ simpel werden. König Ludwig von Frankreich hat feierlich verkündet, dass das Essen in Mailand an französische Standards angepasst werden muss, bevor er einen Fuß dort hinsetzt. Die Weinvorräte jedoch werden weiter konfisziert. Dio del Cielo, er ist wahnsinnig. Ein Hinweis. Nein, nicht wahnsinnig. Innerhalb der Stadtgrenzen hoch.
Nun gut, aber wir haben nichts getan. Ich habe einige Fragen an euch. Assassino! Assassino! Hoffentlich sucht er keinen Ärger. Hoffentlich sucht er keinen Ärger. Spanier? Oh. Diese Hure schickte es mir als Geschenk. Ich will es nicht im Haus haben. Wir nehmen es gern in unsere Sammlung auf. Wie vereinbart wartet der Meister in eurem Palast, um es in Empfang zu nehmen. Dachte sie, das Geschenk würde mir gefallen, nachdem sie einen anderen wählte? Die Wege von Mann und Frau sind verworren. Aber Hermes lehrt uns, dass durch Sorgfalt und Studium beide in Harmonie leben können. Offenbar seid ihr nie einer Frau wie Lucretia begegnet. Das war jetzt mehr als knapp. Nicht euer Ernst. Was wollten ihr von mir? Nein! Treibt ihn zur östlichen Patrouille! Wir stehen hinter uns, Junge! Was ist los? Verdammte Bauern! Kommt mit mir! Verdammt! Ja, da! Pack! Oh Gott, ey. So, jetzt aber. Sind die hin? Ah, super. Verbringt mehr Zeit im Hause. Heilige Maria. Oh, nee, das war klar, dass es mir irgendwo schief geht, ey. Oh, shit. Sollten die jetzt hin? So. Ist mich dazwischen, verdammt. So. Ich gehe ja schon. Oh. Ich war gerade ein bisschen zu nah. Sehr schön. Bis dahin hat es dann doch funktioniert.
Wollt ihr den Handel abschließen? Natürlich. Diese Frau verführte mich mit gespielter Leidenschaft. Das Problem ist ihr spanisches Blut. Ich weiß es. Diese Unwahrheiten, die ihr so gelassen aussprecht, basieren nur auf Namen. Diese Länder, diese Gruppen sind so leichte Ziele für die Narren und die Tumpen. Sagt das ihr, der großen und mächtigen Duchessa. Putana! Ich habe es mir überlegt. Dieses verfluchte Gemälde sollte niemandem gehören. Nimm das Bild und suche nach Hinweisen. Und pass auf. Es wurde von den Händen eines sehr klugen Mannes erschaffen. Behandle es mit Respekt. Geh. So, was dürfen wir jetzt machen? Alter, ist der flink. Da bin ich jetzt auf Dächer drauf. Na gut, wenn der drauf geht, würde ich es wahrscheinlich auch dürfen. Achso, ich muss den Bezirk jetzt komplett verlassen. Ja, super, sehr schön. Diese Richtung auf jeden Fall. Wow! Ab. Yes! Das hat er gezählt. Perfekt. So. Ja, wir haben wieder ein bisschen Bekanntheit erlaubt. Was ist das hier bitte für eine Armada? Sag mal, wo kommen die alle her? Ich glaube, das wäre Selbstmord, wenn ich da jetzt das Team versuche zu finden. Nein, habe ich nicht. Wo ist jetzt überhaupt das nächste von Da Vinci? Da. Da. Achso, das ist eine wiederhergestellte Erinnerung, okay. Weg damit. Buongiorno. Ist dies das Haus von Francesco Colonna? War es. Doch jetzt gehört es der Bank. Wir haben alles verloren. Auch Da Vincis Gemälde. Ein unbedeutender Teil der Sammlung. Ich bin trotzdem an ihm interessiert. Die drei Gemälde wurden versteigert und an einen Händler aus Firenze verkauft. Er wird jeden Moment vom Hafen aus in See stechen. Grazie mille. So, wie viel Zeit habe ich? Achso, nicht vor den Jüngern in Roben entdeckt werden, okay.
Die Familie okay. Bekannt, dass diesen Samstag auf den Feldern hinter San Lorenzo Fuori Lemura ein großes Turnier. Welche Docks wo? Da oben. Okay. Vermute ich mal irgendwie hier. Stattfinden wird. Es winken satte Preise für Sieger sowie ein Beutel gefüllt mit 2000 Gold. Dann. Oh! Hallo! Vor euch muss ich mich in Acht nehmen. Okay. Wäre es vielleicht ratsam, über die Dächer zu gehen? Stelle. O Sole Mio, das hatten wir ja schon mal. Dein habe ich schon mal. Komm wieder zum Hafen, wenn ich nach Roma zurückkehre. Dann zeige ich dir meine Kabine. Du lebst in dieser drittklassigen Stadt, statt im schönen Firenze? Wie tief du gesunken bist. Duccio, wir sind keine Kinder mehr. Sieh dich um. Dieses Mal habe ich Hilfe. Und du bist ganz allein. Ich warne dich. Wir reden doch nur, oder nicht? Ich sehe, diese Stadt hat Wunder an eurer Schwester bewirkt. In Firenze wollte sie ihre Beine nicht spreizen. Jetzt ist sie die Kupplerin von ganz Roma. Cazzo! Was steht ihr da so rum? Gebt's ihm! Sehr schön. Du kannst mich schlagen, aber das heißt nicht, dass dich Firenze wieder willkommen heißt. Dein Vater gab vor, einer von uns zu sein, aber für uns wart ihr immer nur Außenseiter. Oh, shit. Das ist natürlich doof. Das habe ich jetzt nicht bedacht.
Ups. Das hatte ich jetzt nicht bedacht. Du kannst. So, stopp mal kurz. Okay. Weil da. So. Mich schlagen. Aber das heißt nicht, dass dich Firenze wieder willkommen heißt. Eine Schande seid ihr! Mal gucken, wie lange es dauert, bis er jetzt fliehen will. Dreckiger Römer! Vor, einer von uns zu sein. Aber für uns wart ihr immer nur Außenseiter. Wo ist der? Oh Mist! Katze! Katze! Kanalien! Kanalien! Hallo? So, wo steckst du, Ratte? Wie fährst du da jetzt mit Schergen? Alles klar. Du wirst jetzt den Mund halten und mir geben, was ich will. Die drei Da Vinci-Gemälde. Eins ist auf dem Boot. Die anderen wurden an einen Kardinal verkauft. Er zeigt sie hochrangigen Mitgliedern der Kirche. Wie komme ich da rein? Woher soll ich das wissen? Geht, fragt eure Hure von Schwester. Bestimmt hat sie schon mit diesem Kardinal geschlafen. Oh! Ich verdrück mich besser. Ja. Zählt es immer noch? Ja, leider. Wo ist Marco? Er sollte mich hier treffen, nachdem er ein Da Vinci-Gemälde im Vatikano untersucht hat. Stellt euch vor, wenn wir den Tempel öffnen, beginnt die wahre Renaissance. Und die Lehren von Hermes werden jedermann bekannt sein. Geduld, Brüder. Bald kennen wir das Geheimnis dieses Gemäldes. Tschüss. Nein, leider nicht. Die Familie Orsini veranstaltet an diesem Samstag Festspiele in der Ebene vor San Paolo Fuori Lemura. Den Siegern winken die höchsten Preisgelder.
Okay. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Ihr seid echt so behindert. Um seinen unvergleichlichen Geschäftssinn zu feiern. Insbesondere die enormen Gewinne aus den Darlehen an die Familien Colonna und Orsini. Das Concilio Rionale erinnert Wallfahrer daran, ihre Notdurft nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu verrichten. Er möchte sich auch bei der Duchessa di Alba entschuldigen und hofft ihrer Gnade. Ach so. Von nun an von solcherlei Dingen. Tschüss! Sehr beeindruckend. Der chinesische Bankier Agostino Chigi lädt erneut zu einem großen Bankett in seiner Villa ein, um seinen unvergleichlichen Geschäftssinn zu feiern. Insbesondere die enormen Gewinne aus den Darlehen an die Familien Colonna und Orsini. Die Familie Orsini veranstaltet an diesem Samstag Festspiele in der Ebene vor San Paolo Fuori Lura. Den Bürgern winken die höchsten Preisgelder. 4000 Goldstudi für den besten Kavaliere sowie die Gunst von Donna Lucia Orsini. Und tschüss. Aufgrund des erneuten Auftretens der Malaria im Campo Marzio wurden die Restaurations- und Reinigungsarbeiten in Santa Maria del Popolo vorübergehend ausgesetzt. Der Bischof bittet Wallfahrer, die Gegend auf absehbare Zeit zu meiden. Sehr schön. Die Familie Colonna gibt bekannt, dass diesen Samstag auf den Feldern hinter San Lorenzo Fuori Lemura ein großes Turnier. So. Wo geht's theoretisch weiter? Da. Theoretisch in der Praxis. Mache ich jetzt aber gleich mal langsam Feierabend. Ich sehe nämlich, wir haben es nämlich schon Viertel nach elf. Mit nämlich meinen netter Kadette gleich übernehmen. Das Concilio Rionale erinnert Wallfahrer daran, ihre Note nur so. Ach so. Leuchtreklame entfernen. Danke. Oh, hat noch nicht gereicht. Na gut. Ich will jetzt eh nur noch. Ist der betrunken? Nein, bin ich nicht. Wo ist denn die Bank? Ich will die Bank. Hallo. Da will ich hin. Ja, genau da. Da ist die Bank. Gut.
Genau, an dieser Stelle werde ich dann jetzt aber langsam mal den Schnitt machen. Hoppala. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Da. So, genau. Ich denke mal, ich habe heute wieder ein bisschen was erledigen können. Ich werde dann an der Stelle jetzt mal langsam... Da, ja, diesmal gehen wir direkt ganz raus. Guten Abend. Ich werde an der Stelle nämlich jetzt mal dann Feierabend machen für heute. Ich werde dann gleich direkt an Steffen übergeben. Der wird nachher... Na, wir sind mal im Kopf. Ich glaube, Help Wanted wollte er, glaube ich, weitermachen, ne? Ja, meine ich mich richtig zu erinnern. Genau. Ich hoffe mal, hat wieder Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Nach längerer Zeit. Ich werde dann jetzt, wie gesagt, übergeben. Ich ziehe mich dann gleich noch ein bisschen in den Chat passiv zurück. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Das wird bei mir wieder spontan. Ich kann es halt nie so genau sagen. Dann eine gute Nacht noch, wer dann gleich nicht mehr dabei ist. Ansonsten, wir sehen uns im Chat. Bis dahin. Ciao.